Hallo meine Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Augen-Make-up kreiert habe, dann bleibt doch bitte dran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt und euch das Video bis zum Ende anschaut. Bis dann, tschüss! Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, eure Selma. Und zwar werde ich heute mit euch ein Augen-Make-up schminken. Da werde ich meine Illusion-Palette von BH Cosmetics nehmen und die NYX-Palette Ultimate. Und zwar werde ich dort heute eher so in die blauen Töne reingehen. Und ich würde sagen, los geht's. Als erstes werde ich meinen Concealer auftragen auf beide Augenlider. Zum Setten von meinem Concealer nehme ich diese Farbe hier und das trage ich dann wie immer auf beiden Augenlidern auf. Das sorgt dafür, dass der Concealer nicht in die Falten reinkriecht und wenn ich die anderen Farben auftrage, ist es beim Verblenden wirklich einfacher. Und zudem habe ich das Gefühl, dass die Farben ein bisschen intensiver erscheinen. Also zumindest habe ich das Gefühl. Und der Lidschatten sitzt länger und das ist da, wo es bleiben soll. Also es verrutscht nicht. Anfangen werde ich mit dieser Palette von BH Cosmetics. Das ist die Illusion Palette. So sieht die Palette von innen aus. Ich werde jetzt diese Farbe hier nehmen, das nehme ich als Transition Shade für die Lidfalte. So, ich werde das jetzt hier auftragen. Also hier in die Lidfalte reinziehen, da ansetzen und hier so reinziehen. Und dasselbe wiederholen wir jetzt auf der Seite. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mir jetzt einen fluffigeren Pinsel nehmen und das hier alles schön verblenden. Das ist sehr wichtig für mich, damit diese harten Kanten ausgesoftet werden, sage ich immer dazu, damit es nachher so einen soften Übergang gibt. Jetzt als nächstes switchen wir um auf diese Palette von NYX ist die. Das ist diese Ultimate Palette. Und zwar werde ich jetzt aus dieser Palette erstmal diese Farbe hier entnehmen und das hier unter der Lidfalte auftragen. Und das tragen wir dann genau hier auf. Und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Also zu den Farben wurde ich inspiriert durch einen Freund. Also es ist ein Freund von mir und meinem Mann. Und wir mögen ihn sehr gern. Und ich habe ihn gefragt, was er sich wünscht. Und er hat dann mir gesagt, dass er halt eben so dieses Blaue möchte. Also habe ich mich dazu inspirieren lassen. Also das Blau kommt noch jetzt am Ende. Also Leute, es ist nicht so, dass ich keine Ideen hatte. Ich habe wirklich viele Ideen, aber es ist natürlich schön, wenn man in den Kommentaren liest, dass es Wünsche gibt und das freut mich dann. Jetzt werde ich mich dieser Farbe hier widmen. Die Farbe tragen wir jetzt hier am äußeren Winkel auf. Dasselbe auf der anderen Seite.
Also ich mache das hier so in tupfenden Bewegungen. Trage ich das auf. Das verblende ich jetzt nochmal. Jetzt, meine Lieben, werde ich diese Farbe hier entnehmen. Und das kommt auch hier in diesen äußeren Winkel. Das ist die Farbe. Und ich habe wirklich noch nie eine Palette oder selten so viel in Benutzung gehabt, weil die Farben sind einfach der Burner. Wirklich, die sind so schön. Jetzt, meine Lieben, bin ich umgeswitcht auf meine BH Illusion Palette. Hier werde ich dieses dunkle Blau entnehmen und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Das machen wir jetzt zusammen, wie immer. Ja, guckt euch das mal an. Das werde ich jetzt auch hier am äußeren Winkel hier. Sieht toll aus. Und dasselbe wiederholen wir jetzt auf der Seite. Und das werde ich mit so einem fluffigen Pinsel einmal verblenden. Aber wirklich, also ganz hier hinten festhalten mit einer ganz leichten Hand hier so reinziehen. So, meine Lieben, ich habe das Gefühl, dass ich hier die Transition Shade so ein bisschen runtergenommen habe. Deshalb werde ich das nochmal, also mit so einem sauberen, fluffigen Pinsel, hier nochmal was aufnehmen und es nochmal auftragen. Ja, Leute, also ich war jetzt eine Woche lang wirklich sehr krank. Es ging mir überhaupt nicht gut. Ich hatte eine Mandelentzündung und habe auch Antibiotikum bekommen. Dadurch ist mein Zuckerhaushalt voll durcheinander gekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt mit Diabetes, aber ich hatte sehr viele Unterzuckerungen, musste wirklich viel Cola trinken und ja, es war wirklich, für mich war es wirklich ein Desaster. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja, und dann ist man natürlich wieder aus der Übung und ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich so, ja, so zu sein, wie ich normalerweise bin. Eigentlich bin ich so ein ganz lockerer Typ, so. Aber vor der Kamera, das ist wirklich so ein komisches Gefühl. Man hat das Gefühl, so, man spricht so ins Leere. Irgendwie ist keiner da und man spricht einfach. Vorher habe ich das immer nicht so ganz verstanden, wenn andere YouTuber das so angesprochen haben. Aber es ist tatsächlich so. Du sitzt hier und es ist niemand da und du sprichst in die Kamera. Also ja, das ist schon irgendwie so ein befremdliches Gefühl, aber je öfter man dann Videos dreht, desto mehr legt sich das dann auch. Und eine Woche reicht wirklich aus, um aus diesem Feeling rauszukommen. So, und um das hier so ein bisschen aufzupeppen, habe ich mir gedacht, dass ich diese Farbe hier nehmen werde. Das ist so ein Ja, das ist richtiges Gold. Und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt aussehen wird mit der Farbe. Das sieht richtig toll aus. Und ich ziehe das hier, also hier mit so in den Innenwinkel und hier so ein bisschen rein. Und das wiederholen wir jetzt auch auf der Seite.
Als nächstes werde ich jetzt so einen angestrichenen Pinsel nehmen und werde hier in diese Farbe reingehen. Und das trage ich dann hier am unteren Wimpernkranz auf. Jetzt nehme ich mir den Liquid Liner von Urban Decay und damit werde ich mir jetzt meinen Lidstrich ziehen. Leute, das ist so ein schönes Blau, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und was ich noch daran mag, ist, dass man es später beim Abschminken, das pellt dann so ab. Das mag ich richtig gerne. Ja, ich hänge dann da und ziehe das dann so ab. Setze ich hier wieder an, gehe so in kleinen Schritten nach vorne und dann hier wieder zurück. Dann gehen wir jetzt über zu unserer Mascara. Jetzt gehen wir zum Bronzer über. Aus dieser Palette werde ich jetzt meinen Blush entnehmen und zwar nehme ich da diese Farbe hier. Dann gehen wir über zu unserem Lippenstift. So, meine Lieben. Somit sind wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an diesem Augen-Make-up-Tutorial. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und über ein Abo genauso. Wie ich vorhin auch angesprochen habe, könnt ihr gerne eure Wünsche, Anregungen unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bleibt bitte alle zu Hause, bleibt gesund. Und ich hoffe, bis demnächst. Tschüss!